Ich freue mich sehr für Daniel, dass es in Sachen Streaming bei ihm richtig vorangeht, ja. Wirklich freut mich sehr, sehr für ihn. Weil ich finde, wenn du für eine Sache viel Zeit investierst, was er ja gemacht hat, jeden Tag Stream von morgens bis abends gefühlt, wenn du dann irgendwann so deine Lorbeeren dafür kriegst, ist das eine sehr geile Sache. Deswegen freue ich mich sehr für ihn. Aber das Juve ist jetzt eigentlich deine offizielle Marke? Ja, ja, safe. Das ist meine Marke. What time will tell, yo, said if you love me, why would you... Mit so Michael Jersey Jordan, I don't know myself, yo, that one there is a work of art, but cannot fit... Was geht, Freunde, willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Alkim Salam. Heute bewerten wir, beziehungsweise schauen wir uns die witzigsten Threads an, ja? Threads ist ja so eine neue App, die sollte eigentlich so gut wie jedem fast jetzt ein Begriff sein. Mäßig wie Twitter von Instagram. Da sind auch eigentlich sehr, sehr viele aktiv. Digga, Twitter gefühlt tot geworden für mich. Bin da auch tot aktiv, checkt das auch gerne ab. Lasst gerne ein Follow auf Instagram da, Freunde. Hier ein Abonnement, Like, Kommentar, ihr wisst selber. Und ich will gar nicht so viel schnacken, wir gehen rein ins Video, Freunde. Slums up. Meine Damen und Herren, wir gehen rein ins Video. Die witzigsten Threads. Aber ich sag auch ehrlich, Chat, für mich, ich sag's euch, wie es ist. Für mich macht die mehr, also für mich bockt die mehr als Twitter, ohne Spaß. Okay, erster Thread, was haben wir hier? Wer ist das? Wrong answers only. Hä, ist das nicht der Undertaker? Giorgio, da hast du einen toten Witz rausgehauen, Bruder Herzens. Tot. Direkt was ist das denn? Tot, wirklich, direkt tot. Alles im Salam, Bruder. Ich dachte kurz, jemand hat meinen Dickpick geleakt. Ah, Bruder! Jetzt hab ich Kopfkino. Ich sag aber ehrlich, Chat, ich glaube, mein Ding sieht auch low-key so aus. Ernst? Ah, Bruder. Wer ist das? Nur falsche Antworten. UFO 361. Digga, die Tweets bei Threads ist schon übertrieben witzig manchmal, ja, was die da reinschreiben. Aber mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, ist nicht mehr so dieses... Zum Beispiel die ersten zwei Tage, wo das angefangen hat mit diesem Threads. Threads heißt es so, oder? Threads oder Threads? Keine Ahnung. Da war so ein bisschen witziger. So, die Leute haben Faxen gemacht. Jetzt mittlerweile, Dicker, ich sehe jeder. Das Ziel ist von den Damen auf Threads ist, Steifen zu generieren bei den Jungs. Und die Männer sind einfach die ganze Zeit 24/7 an Geiern, Dicker. Es macht gar keinen Spaß mehr irgendwie. Es gibt nur noch... So, wisst ihr, was ich meine? Ich sehe, jeder versucht auf Krampf irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, ja. Davor war das so witzig, so man hat so ein bisschen miteinander gestänkert und so. Ist jetzt mittlerweile, jeder macht irgendwas einfach. Threads. Das ganze Internet ist doch nur auf Sexualität und alle geiern. Ja, ohne Spaß. Wie gesagt, die ersten Tage waren gechillt. Danach war die ganze Zeit nur noch, Dicker, der postet das, der postet dies, da nur noch Fußbilder hier, Fußbilder da. Arsch hier, das da. Dann die ganzen Jungs, die geiern und dies und das, Dicker, lass mal. 1 Schritte pro Jahr. Aber ich sag sogar ehrlich, ernst, bisschen Ähnlichkeit mit UFO. Kürt Ibo auch ein bisschen Kürt Ibo, ich check dich. Zum Beispiel, Chat, kennt ihr den Unterschied? Guck mal, es gibt einen Unterschied, finde ich, wenn du so aus Spaß bisschen so dieses, nicht flirten, aber du weißt doch so dieses, sagen wir mal, du machst einen witzigen Kommentar unter so ein Bild oder sowas oder, weißt du, es ist so ein Hin und Her. Aber jetzt mittlerweile, man merkt so, es ist so auf Krampf. Checkt ihr? Das mit Onlyfans und so, Chat, ohne Spaß, ich finde das gar, also für mich ist das nicht so ein Problem, weil jeder soll machen für das, was er für richtig hält. Also das ist nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen. Aber ich finde so dieses, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cringe, wenn du versuchst so auf biegen, komm, brechen. Nee, biegen, komm, brechen. Auf biegen, komm, brechen versuchst irgendwie Männer geil zu machen oder so. Auf Krampf. Ich check. Wer hat diesem alten Mann Threads gezeigt? Welch hat der gezeigt, du? Ich will nicht lachen, weil es von Sinan G kommt, Bruder. Kinder G. Ist der krank, Bruder? Was haut der denn da raus? Leute, das war mein letzter Thread. Wir sehen uns in der Hölle. Schick mal Stöhn-Audios, will bewerten. Tante Leyana. Anuar, schämst du dich nicht? Was postest du sowas? Hast du keinen Anstand? Digga, er wurde gebastelt. Ey, Digga, warum kriegen... Real Talk? Das wurde auf Threads gepostet. Bruder, das war's mit ihm. Effe Vilo Glitzerlippen. Darf ich drauf kommen? Bruder, das ist halt ekelhaft. Ja, okay, guck mal, Bruder. Töbe Starfall, ja. Das ist halt ekelhaft, Bruder.
GG an alle, die es nicht runtergeladen haben, hundertprozentig. Ja, sagen. Nisa, was ist denn los mit dir? Vollbart oder ohne Glatze und Bart? Der geht in mein Gym. Boah, Bruder, gib ihm mal schöne Grüße von mir, ja. Von Kusey. Hab laut gelacht, Eid Mubarak. Ey, hast du Ort bei dir? Stopp, Bruder. Das ist so. Digga, die Menschen. Ich schwöre, manche sind richtig am Ende, Digga. Etwas lauter, bitte. Okay, warte. Eid Mubarak. Ey, hast du Ort bei dir? Die Leute, Chat, die Leute haben keine Angst mehr. Die Leute haben keine Angst mehr vor irgendwem. Kann besser zocken als seine neue. Hättest du gekackt, wäre besser gewesen. Bruder, ich sag's euch. Diese Chayas hier, diese Onlyfans, diese Chayas, die Toten, die machen diese App kaputt, Bruder. Geht weg. Lasst diese App in Ruhe. Lasst sie leben. Keiner will euch sehen, wie ihr Fortnite auf einem geklippten Video zockt, Digga. Ekelhaft. Bro ist gestorben, Fan. Ja, sorry, den Kommentar konnte ich mir nicht verkneifen, Alter. Konnte ich mir nicht verkneifen, tut mir leid. Was soll ich denn auf sowas antworten, sei mal ehrlich? Chat, was soll man auf sowas antworten? Ich schwöre. Was willst du darauf sagen? Sie schreibt, kann besser zocken als dein Neue und sitzt da so und zockt Fortnite. Ist ja nice. Ich schwöre, jetzt gekackt wäre besser gewesen. Wäre besser gewesen. Bruder, ich sag's euch. Diese Chayas hier, diese Onlyfans, diese Chayas, die Toten, die machen diese App kaputt, Bruder. Geht weg. Lasst diese App in Ruhe. Lasst sie leben. Keiner will euch sehen, wie ihr Fortnite auf einem geklippten Video zockt, Digga. Ekelhaft. Bro ist gestorben für ein Fitpick. Digga, aber ohne Spaß. Ich sehe diese Fitpicks-Chat, ne? Ich frag mich, wie die das machen. Ohne Spaß. Wie machen die das? Guck mal, oder ist das Greenscreen? Ich verstehe das nicht. Bruder, er fällt doch safe runter. Greenscreen edit, Pixart. Okay, macht Sinn. Ja, man sieht das auch ein bisschen, stimmt. Ich bin so ein Depp. Nee, ich dachte wirklich hier, die treten den runter. Der hat gesessen. Ich bin seit Jahren in dich verliebt. Ich hoffe, dass Allah deine Gebete genauso ignoriert wie du mich. Tschüss. Oha. Oha, Digga. Tschüss. Oha, Digga. Digga, der hat ausgenockt. Er hat komplett ausgenockt. Ach du Scheiße. Tschüss. Der ist hart. Boah, der war hart. Der ist schon sehr hart. Bruder, so viel Hass kannst du nicht in dir tragen, Bro. Das ist schon verrückt. POV, der Schwanz von meinem Ex. Trotzdem hat er dich damit don't. Digga, ich... Töbe, ja. Ich sag dazu, ich distanziere mich davon. Er hat recht. Trotzdem hat er gehittet, passt. Aber Loki, gute Größe, Chat, oder? Gute Größe? Bitte gute Größe. Ja, safe. Ist übel groß. Top, passt. An alle, die mich Mausi nennen, bleibt weg von mir. Knossi, hä? Finger wie Baum. Wie jetzt Knossi? Wie jetzt, Knossi? Als ob Knossi. Leute, ich muss kurz exposen, was für ein Clown ich bin. Mein Ex meinte Anfang letzten Jahres zu mir, er muss in die Heimat zur Familie. Ihr kennt sicher diese Filme. Und vor ein paar Wochen sehe ich, er war zu der Zeit bei Are You The One? Und jetzt sehe ich on-cam, wie er fremdgegangen ist. Was? Was? Nein. Nein, 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 nein. Ich muss jetzt Eddie fragen, wer das ist. Ich muss jetzt Eddie fragen, wer das war. Digga. What? Okay, was haben wir hier? Was ist das jetzt? Ist das Bilo? Einfach Bilo. Einfach Bilo. Digga, wir wären danach keine Freunde mehr. Wir wären danach keine Freunde mehr, Bro. Nein, nein. Bruder, was steht der denn aber auch da? Guck mal, wie ihn das Ding hittet. Henry, warum stehst du auch da, Bro? Warum? Guck mal. Ich schwöre, Chat, sieht der nicht aus wie Bilo 1:1? 1:1 Bilo. Könnt ihr mir sagen, was sie wollen? Bruder, was steht der denn aber auch da? Guck mal, wie ihn das Ding hittet. Henry, warum stehst du auch da, Bro? Digga, 1:1 einfach. Warum? Guck mal. Auf Real jetzt, wie isst ihr euren Döner, Burg? Mit Stäbchen. Tschüss, er hat 1000 Stück geschickt. Erster Thread. Hi, ciao, Mami. Ach, Willi. Miau, sie meinte Mu. Tschüss. Bruder, das ist... Das ist hart. Das ist hart. Sie sagt, Mio, mein Mut.
asozial. Ey, guck mal, Chat. Das ist asozial. Wie soll ich hinter sowas stehen? Hey, Threads. Hey, ach, Mann. Lass mal ein Spiel spielen. Ich schicke jetzt einfach meine IBAN rein und wer am meisten überweist, gewinnt meine Löwen. Eritreische Monopoly. An die Ladies hier mit Geschmack. Mir ist gerade langweilig und brauche gerade eine neue Uhr. Haha, was sagt ihr? Eins oder zwei? Hab allgemein viel Geld. Das ist so. Der Typ hat so einen Schaden. Aber ich würde sagen, Chat, für mich ist es, glaube ich, die, für mich ist es tatsächlich die Royal Oak Skeleton. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich finde die Nautilus, die tönt mich irgendwie nicht so an. Ich finde die Skeleton geiler. Big Babies. Leute brechen sich Rücken für ein paar Likes. Digga, aber sie hat auch... Bruder, tschüss. Kiat. Hab gestern nach einem bodenlosen Slogan für Bro 7 gefragt. Gewinner ist Fabian, weil Deutsche Bahn hops genommen, mich und meine Werbung hops genommen, lässt sich gut tätowieren. Bro 7, Werbung pünktlicher als Deutsche Bahn. Ja, tot. Nippelpiercing bei kleinen Titten ist wie ein Blatt Papier, was getackert wurde. Ich finde diesen Mark Eggers so komisch, Digga. Nur deutsche Weiber stehen auf so Männer. Der rockt Zara Lederjacken von 2016. 14-Jährige denken, der hat Game, weil der besoffene Beate und Annabelle auf Malle klärt. Woher jetzt dieser Hate gegen Mark Eggers? Mark, bester Mann. Mark, bester Mann, Digga. Lass Mark in Ruhe. Was hat er gemacht? Body Positivity Mark, wirklich, für Menschen? Mark ist wirklich nett. Menschen mit Narben oder Behinderung und nicht für 120 Kilogramm fette Chayas, die 5 Big Macs fetzen. Ich fetz dich und fick 5 Big Macs obendrauf. So siehst du auch aus. Asozial, aber schlagfertig. Gut. Ich war mir nicht sicher, was man auf dieser Plattform so postet. Deswegen hier ein After-Selfie. Gute Nacht, Digga. Was geht denn jetzt ab? Kein Charme oder nix. Omet, du hast mich mal im 808 angetanzt. Für mich das Lustigste, was ich heute gesehen habe. Was geht, Zeige, was geht? Servus. Omet, du hast mich mal im 808 angetanzt. Digga. Ey, dieser dreckige Mensch, ja. Bruder, Omet ist wirklich, also mit Omet feiern, Chat, ist Wahnsinn. Ohne Spaß. Ich sage sogar, es ist real, Chat. Ja, verstehe die Frage nicht. Liebst du mich noch? Hä, warum? Was los? Du hast mich lange nicht mehr krankenhausreif Digga, auf dieser App, Chat, da laufen so verlorene Seelen. Was? Wenn sie einen großen Deal... Was? Digga, auf dieser App, Chat, da laufen... Du hast mich lange... Ey, verstehe die Frage nicht. Okay, erstens, sie klauen nicht meinen Spruch. Punkt Nummer 1, Larissa. Liebst du mich noch? Ja, warum nicht? Du hast mich lange nicht mehr... Nicht mehr krankenhausreif Digga, auf dieser App-Chat, da laufen so verlorene Seelen rum. Wenn sie einen großen... Also, was manche wirklich raushauen, ist echt, wo ich mir denke, Dicker, du postest das und das wird nicht vergessen. Die Leute denken, die posten einmal was und das ist für immer weg. Also, was manche da posten mit Dings und sowas, hart. Dievel, fand ich so cringe. Das ist so einer, der knallt 4 von 10 Chayas und denkt, er wäre dicke Player, schrecklich. Ey, war doch ein guter Call von mir. War doch eine gute Antwort von mir, ernst. Girls, wenn sie versuchen, cute auszusehen. Ich bin Girls. Du gibst mir Mädchenschlägerei-Vibes. Okay, ja, sie gibt mir ein bisschen so, die war so auf TikTok live, so mit asozialer Sprache und so, weißt du? Hab gehört, Frauen achten auf Hände, wie findet ihr? Digga. Warum ist alles, was Cody postet, ekelhaft, Digga? Mach nicht auf Pablo, ich hab alles schon gesehen, Bruder. Ey, Nash, ja, vernasch mal meine Eier. Ey, warum Nash? Guck mal, warum Nash, Bro? Warum Nash? Nash ist Legende. Nicht gegen... Ich toleriere kein Nash-Hate. Sie ist eine 10 von 10, aber hat Club-Highlights bei Insta. Was ist sie? Es tut mir leid, aber du musst leider raus. Digga, zu nah im Sky kann man so viele Memes machen. Es ist so krass. Papa ist stolz, wenn er mich mit seinem Zip schlägt. Wie kann man sowas posten, Junge? Check. Digga, warum postet man sowas? Ich mein's wirklich ernst. Wie kommst du darauf, sowas zu posten? Ich mein, ich check's nicht. Heute ins Gym, ja oder nein? Verstehe die Frage nicht. Die Leute nicht, die sagen, dass Subway nicht schmeckt. Du erstellst dir den Sub doch selber. Da hat er recht. Frauen, wie geht die App? Kann mir das einer erklären? Ja, danke. Emil, schon für einer Woche spätestens. Es ist Real Talk so. Bruder, du guckst auf dieser App. Du siehst erster Thread. Du siehst von einer erster Thread. Der erste Thread ist einfach so, Chat. Der erste Thread ist einfach so. Wie funktioniert diese App? Hä? Ohne Sinn. Ist das Riz von Farid? Steht das HR für Hupe? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Digga, was ist denn mit ihm los? Toter Riss. Heute vor 5 Jahren. Schick bitte wenigstens halbe Titte, Walla, ich mach keinen Screenshot. Chat, das könnte ich sein. Das könnte Vision sein, ernst. Ernst, das könnte Vision sein. Ohne Spaß gerade. Wenn sich zwei Kurden streiten. Adam, danke schön für deinen Sub im 2, mein Bruder. Alaikum Salam. Dankeschön, vielen Dank. Das ist. Bilal sagt uncool, weil Bilal Kurde ist.
Ach, Digga, Chat, ich werde doch auch immer mit Kurdennase bezeichnet bei mir. Mann. Kyrex, danke schön für das Prime zweiten, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Kommt demnächst wieder ein Food Challenge. Das sieht auch aus wie ein Whistle. Hier Bild eingeblendet. Bam. Aber Bruder, was ist das, Mann? Wenn das weg ist, ja. Flasche setzen, genießen diese Brötchen. Ey, guck mal, ich sag ehrlich, weil eins ist Fakt, wenn ich laufe und also wenn ich komplett trainieren kann, richtig, so wie normalerweise Cyborg-Style, dann ist mein Hunger auch größer und dann macht mehr Sinn, Essen-Challenges zu machen. So. Ich feier mit Brötchen, ich esse das auch ab und zu. Ich habe früher gehatet, aber ich esse das auch jetzt gerne. Mit so schönen Zwiebeln drauf, Bruder. Boah. Mit Brötchen ist schon hart, Chat. Mit Brötchen bockt schon sehr. So für zwischendurch, ich sag euch, wie es ist. Danach hast du zwar Mundi für die Rest der Woche, Bruder, aber bockt. Wenigstens so, weißt du? Mit so guter Fleischqualität. Ich geh mal Rewe hole ich, Bruder. Wow, bockt so sehr an der Theke, Alter. Mein Friseur hat mich hochgenommen, auch noch vor Weihnachten. Bro muss mit einer Devour-Beanie in den Gottesdienst, anders geht's nicht. Digga, diese Chat. Oh, diese Kerzen, ich finde Kerzen so OP. Chat, ich glaube, ohne Spaß, ne? Heute ist der Stream so gut und auch die Luft hier so, weil die Kerze, Chat. Ich sag, die Kerze, die gibt mir ein gutes Omen. Ja, der wird gebumst, der braucht Beanie, Bruder. Devour-Kerze, unmöglich. Bald ist Silvester und ich brauche noch einen Neujahreskuss, Ladies. Den wirst du nicht erleben, weil es bei dir früher knallen wird. Was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild, Mann? Edis, der Schmale. Edis, der auf Flasche sitzt. 1,85 Meter groß und bin Albaner. Und sitzt auf Stangen. Er sitzt einfach auf der Stange und macht ein Bild, Digga, ja. Er sitzt einfach, guck mal, Chat, er sitzt einfach auf Stange und macht Bild, Bruder. Wie findet ihr meinen Weihnachtsbaum von mir? Dreck, Mann. Warum musst du jetzt gegen mich schießen, Bro? Warum? Ohne Sinn. Ohne Sinn der Schuss jetzt gegen mich. Real Talk, ohne Sinn. Reinbeißen, ohne vorher Pause zu sagen, ist crazy. Digga, wisst ihr, wie viele mir diesen Screenshot gezeigt haben? Arvin hat es mir auch gesagt. Also, Bruder, was machst du da? Ey, wie soll ich den Spieß sonst essen, Chat? Wie soll ich den Spieß sonst essen? Alter, abbrechen, wie denn? Ich frage mich, ob das bei irgendeiner Chick funktioniert hat. So ein Monster-Poor. Chat. Riss-Punkte werden an ihn vergeben. Das ist, guck mal, guckt euch den mal an, Bruder, ja. So ein Monster, boah, hart. Wie ich Daniel Slums Streams gucke, das hat ja 170 Likes. Digga, aber auch verrückte Thread, Digga. Guckt ihr so meine Streams, Chat, ist das for real so? Real, ja? Was? Sitze vorm PC, also, Bruder, was? Ich hab hier so meine Streams guckt, Digga. Was seid ihr denn für 80s, Digga? Bin im Bett mit Beine hoch. Du wedelst die so hin und her, Bilal. Ach du Scheiße, jetzt geht's hier wieder los. I'm the best ever. Ed Montana Black, komm 1 gegen 1 in den Ring, wenn du Mann bist. Halt einfach deine Schnauze, ja. Der braucht einfach nur Kopfgeld auf dich machen, dann bist du schon weg vom Fenster. Tschüss. Man denkt, der hat dein Haus angezündet, Bruder. Was ist los? So sah ich vor meinen ganzen Operationen aus. Leider siehst du immer noch so aus. Schade um das Geld. Darf ich noch antworten oder zu Fame? Digga, warum bist du so Fame bei Threads? Hahaha, wie cool. Markier doch. Wie cringe. Erster Tag im Gym, fertig mit Kaki. Gleich geht's los. Nicht erwartet. Ich hab den Nies nicht erwartet. Der war geil, ja. Oh, der war geil. Markier doch. Wie cringe. Erster Tag im Gym, fertig mit Kaki. Gleich geht's los. Aber das ist schon Black Position schon einen. Der kam gerade unerwartet. Okay, kann man so Club. Eldos, pass auf, dass Edis dich nicht packt. Wird noch passieren. Warte ich. Ich hoffe, ich warte noch auf das Video, wo Eldos wirklich gepackt wird von Edis. Was ist das Schlimmste, was euch dieses Jahr passiert ist? Ich fange an. 24 Tim? Huhu. Wenn 24 Tim bei dir kommentiert oder bei dir DM schreibt, dann war's das. Chat, diesen 24 Tim, ich sehe immer seinen Namen und so. Was macht der eigentlich? Also ich schwöre es dir, ich weiß nicht mal, was er macht. Was ist denn sein Content? Also wer ist das? Memes, Musik, alles. Schau lieber selbst nach. Okay. Dann war's over, ernst. Wer das hier damals getrunken hat, ist heute immun gegen alles auf die... Warum gibt's dir nicht mehr diese Energy Drinks, Chat? Warum gibt... Wollen wir uns gleich angucken, was er macht? Ohne Spaß, ich hab mir noch nie was von ihm angeguckt. Ich weiß nicht mal, was er macht. Gibt's die nicht mehr, Bruder, aber die sehen ja auch wirklich bestialisch aus, ne? Bruder, das sieht ja auch wirklich, also, Bruder, das kennt ihr nicht? Kennt ihr das nicht? Seid ihr so jung? Immer heimlich getrunken, Bruder, die waren Killer. Davon fliegt Nein, man, Digga, okay, ich mach nicht damit, mehr. Bruder, das... Lieber nicht? Okay. Hör seinen Song. Aber seinen Song kann man doch anhören, oder? Ich sag's euch, diesen geisteskrank, Chat. Die sind wirklich Killer, ohne Spaß. Guten Morgen, gestern Abend hat mich zerrissen. Digga, Chat, ich krieg auf einmal gestern von Parshad und jetzt zeig ich euch auch die DMs, warte. Ich zeig euch mal die Memos von Parshad. Digga.
Hier hat so gekracht, Chat, bei der Frau. Hier hat es so gekracht bei der Frau. Ich krieg da gestern so Nachrichten mit I love you, bist der beste Daniel und so, Bruder. Wir hören uns gleich an, Ich, ohne Spaß, ich bin jetzt voll gespannt, weil die alle sagt, es ist Kacke und so oder das Dings. Ich will mal wissen, was er macht. Was ist denn das am Ende? Das hab ich gar nicht gehört. Bruder, was war das denn? Rede doch mal mit mir. Wir haben heute telefoniert, Chad. Sie und ich, wir haben heute telefoniert auf entspannt. Wir hatten mehr telefoniert. War kurz davor zu antworten. Hey, I'm trying to make you my queen. Kachau. Tot. Will heute nicht mehr nach Hause, Mama. Du hast die neue Pfanne kaputt gemacht. 1000 Mal habe ich dir gesagt, nicht mit Gabel rein. Du kannst sowieso nicht kochen. Warte ab, bis du zu Hause bist. Zu nichts gebrochen. Deshalb habe ich auch noch keine Schwiegertochter. Tschüss. Tschüss. Ich würde lieber 12 Runden Sparring machen mit Canelo als seinen Song.